Mein Vortrag heute Abend dreht sich um Weisheit. Panya heißt das in Pali. Und es ist so, dass in der buddhistischen Listen, diesen vielen, die es gibt, Weisheit des Öfteren erscheint als letztes Glied. Nach Vertrauen zum Beispiel, Gewahrsein, Sammlung, freudvollem Bemühen und anderen Qualitäten. Und das auch mit gutem Grund an letzter Stelle, weil Weisheit quasi auch die Frucht der meditativen Praxis und Schulung ist. Jetzt ist es so, dass zwei auch mir sehr wichtige buddhistische Lehrer den Wert der Weisheit von Anfang an betonen. Trotzdem, also das ist Sayadaw Utechaniya, das ist ein burmesischer Mönch, der auch schon hier einen Retreat gegeben hat. Und der gibt Weisheit insofern einen zentralen Stellenwert, dass er sagt, am Anfang eines Retreats, nach Jahren der Praxis, am Anfang der Praxis, im Alltag immer sollte das ein Thema sein. Und er vermittelt damit auch, Achtsamkeit alleine reicht nicht, es braucht auch Verstehen. Und zwar von Anfang an in allen Belangen. Und eben Verstehen ist auch eine zentrale Aufgabe von Weisheit. Und ähnlich Lama Gendun Rinpoche, ein verstorbener tibetischer Meister. Er lehrt Weisheit als ein entspanntes, mitschwingendes und klares Gewahrsein, das quasi unsere tiefste Natur auch ist. Und das heißt, diese grundlegende Natur, die ist in uns bereits vorhanden. Das heißt, sie muss nicht geschaffen werden. Eben, es geht mehr darum, sie freizulegen, einen Zugang zu finden. Und eben weil Weisheit als Potenzial in uns schon vorhanden ist, kann sie manchmal auch durchschimmern. Und wir können Ahnungen von ihr haben wir wahrscheinlich alle schon gehabt. Zum Beispiel, wenn wir das Gefühl haben, das mal erleben, genau so könnte eine ganzheitliche Offenheit sein, leicht und in einem guten Fluss und bezogen mit den Erfahrungen, mit die wir gerade haben. So ein Gespür für das mal zu haben. Oder, dass wir Momente haben, in denen wir zwar voller Emotionen sind, im Trubel von Emotionen, aber darin mittendrin auch eine Gelassenheit und eine Klarheit da ist. Und das zum Beispiel uns ein Gespür dafür gibt, so könnte eine größere Weisheit sein. Und insofern können ein Gespür oder eine Ahnung von Weisheit für uns auch wichtige Wegweiser auf dem spirituellen Pfad sein. Jetzt zum Vorgehen heute Abend. Zuerst ein bisschen darum, was denn Weisheit im buddhistischen Verständnis ist. Also eben Panya in Pali, das in den Lehrreden vorkommt, heißt Weisheit und meint eigentlich, also ist Panya richtig wissen, ein richtiges Verstehen. Und das ist dann die Frage, in was müssen wir denn Verständnis bringen? Oder überhaupt, warum macht es Sinn? Warum entwickeln wir überhaupt Weisheit? Warum ist das was, kann das was Attraktives sein? Und dann in einem zweiten Teil möchte ich drei Zugänge zu Weisheit beschreiben. Das sind quasi wie drei Arten, was wir machen können, um Weisheit auch entstehen zu lassen. Und dabei werden wir dann auch sehen, wie wir Weisheit auch praktizieren können. Jetzt, was ist Weisheit? Und für ein buddhistisches Verständnis von Weisheit ist es wichtig auch zu sehen, worin Weisheit überhaupt eingebettet ist, welches ihre Aufgabe ist. Und das grundlegendste Anliegen von Buddha war das Leiden der Lebewesen, ihr Gefangensein, unser Gefangensein in Frustrationen, in Unzulänglichkeiten, in Unzufriedenheit, in allem, was das Leben mit Betonung auf unnötig kompliziert macht, im Festhalten und nicht loslassen können. Also davon frei und unabhängig zu werden, das war eigentlich das Lebensprojekt von Buddha. Und Weisheit soll nun genau diesem Anliegen auch zum Durchbruch verhelfen. Das heißt, Weisheit dient dem Erwachen, dem Freiwerden. Und das ist auch immer gemeint, wenn ich dann später sage, eine befreiende Weisheit. Es geht darum, frei zu werden von diesem Gefangensein und all diesen Schwierigkeiten.
Also Weisheit macht in diesem Zusammenhang weniger Sinn als ein Anhäufen von Wissen oder ein Gelehrtsein und über etwas sehr gut zu wissen. Das ist schon auch ein Aspekt von Weisheit, aber entscheidend ist, dass sie eben befreiend wirkt und Leiden auflöst. Weisheit ist in Buddhas Lehre eingebettet in ein dreifaches Training und dieses Training ist Teil der vier befreienden Wahrheiten, die vielleicht einige von euch schon gehört haben. Und dieses dreifache Training, das besteht aus der Schulung von Ethik, aus der Meditation, dem Kultivieren von ruhevollem Verweilen und einem weisen Gewahrsein und eben auch als drittes Weisheit, dem Entstehenlassen von Weisheit. Und das heißt eigentlich, Buddhas Weg zur Befreiung vom Leiden führt über diese drei wie Trainingsfelder, könnte man sagen. Und diese drei Aspekte ist wichtig zu sehen, die kooperieren auch miteinander. Also zum Beispiel angefangen, wenn wir uns üben, zu anderen Lebewesen oder auch hier im Retreat eine ethische Haltung zu entwickeln, nicht zu verletzen, respektvoll oder positiv gesehen auch hilfreich zu sein. Das alles geht leichter, diese ethische Haltung und dieses Verhalten, wenn wir achtsam sind und wenn wir das weise tun können. Und weiter umgekehrt auch eine gestärkte Kraft des Verweilens. Wenn die Achtsamkeit stärker ist, das führt zu einer stetigen, entspannten und wachen Präsenz. Und ist klar, das können wir gut gebrauchen für ethisches Verhalten, wie auch dann für Erkenntnis und Weisheit. Oder nochmal von einer anderen Seite betrachtet, es reicht nicht, mit einer angemessenen ethischen Integrität zu leben, achtsam zu sein. Es braucht noch mehr. Es braucht Verstehen, Erkennen von Bedingungen und Zusammenhängen, eben auch Weisheit. Man kann so auch sagen, erst Weisheit lässt Ethik oder das Präsentsein so voll entfalten. Also man kann sagen, dass Weisheit die Aufgabe hat, das bedingte Entstehen zu erkennen, Täuschungen aufzulösen und Banya von klar sehen, klar zu sehen, einfach mal wie unser Erleben, wie das überhaupt funktioniert. Und in dem Sinn hilft Weisheit auch klar zu erkennen, was zu innerem Glück, was zu Frieden und all diesen guten Eigenschaften führt und eben was auch nicht. Sich da nicht täuschen zu lassen und da klarer zu sehen. Und dazu habe ich eine Käsegeschichte. Und zwar ist das keine schweizerische, oder vielleicht, weiß nicht, es ist von einem Zen-Meister. Muss nicht unbedingt eine schweizerische Käsegeschichte sein. Also die geht so. Ein Zen-Meister wurde gebeten, den Unterschied zwischen Mensch und Tier zu erklären. Der Zen-Meister lächelte, wie das so ist. Gut, ich werde euch den Unterschied zwischen Ratten und Menschen erklären. Wenn wir eine Ratte wiederholt in ein Labyrinth mit vier Tunneln setzen und zuvor immer in den vierten Tunnel ein Stück Käse legen, lernt die Ratte schließlich immer in den vierten Tunnel zu gehen, um an den Käse zu gelangen. Ein Mensch lernt das auch. Du willst Käse, also gehst du in den vierten Tunnel und dort ist er. Jetzt verlegt aber der große Gott des Lebens nach einer Weile den Käse in einen anderen Tunnel. Die Ratte geht in den vierten Tunnel, kein Käse im vierten Tunnel. Die Ratte kommt heraus, geht wieder in den vierten Tunnel, kein Käse. Kommt heraus, wieder in den vierten Tunnel, kein Käse. Kommt heraus und so weiter. Schließlich hört die Ratte irgendwann auf, in den vierten Tunnel zu gehen und sucht woanders. Und hier zeigt sich jetzt der Unterschied zwischen Ratten und Menschen. Menschen gehen immer in den vierten Tunnel. Ewig. Menschen sind vom vierten Tunnel überzeugt. Ratten sind von nichts überzeugt. Sie interessieren sich für den Käse. Der Mensch aber entwickelt eine Überzeugung, den Glauben an den vierten Tunnel.
Der Mensch fängt sehr schnell an, es für richtig zu halten, in den vierten Tunnel zu gehen, ob der Käse drin ist oder nicht. Der Mensch hat lieber Recht als Käse. Ihr habt lieber Recht, als dass ihr glücklich seid. Und um euch und anderen zu beweisen, dass ihr Recht habt, rennt ihr seit Jahren immer wieder in vierte Tunnels. Eure Gehirne wollen lieber Recht behalten, als euch glücklich sein zu lassen. Und genau deshalb habt ihr schon lange keinen Käse mehr bekommen. Also merkt euch, ihr kriegt den Käse nie, wenn ihr ihn dort zu kriegen versucht, wo er gerade eben noch war. Denn der große Gott des Lebens verlegt den Käse ständig. Ihr aber habt zu viele Überzeugungen über zu viele vierte Tunnels. Ihr werdet nie glücklich werden, wenn ihr versucht, glücklich zu werden. Denn eure Versuche werden vollständig von euren Überzeugungen gesteuert, wo der richtige Platz ist, an dem der Käse zu sein hat. Denn sobald ihr eine Vorstellung davon habt, was zum Beispiel Erwachen ist oder wo ihr es bekommen könnt, habt ihr die Chance, Erwachen zu erlangen, verspielt, weil jede Vorstellung oder Überzeugung das wirkliche Erleben zerstört. Und dann zitiert er offenbar noch André Gide, und der hat gesagt, sei wie ein Wanderer, der alles nur im Vorbeigehen betrachtet und nirgends Halt macht. Ich denke, ihr habt es vielleicht auch gedacht, wir haben verschiedene fixe Vorstellungen von vierten Tunnels. Vielleicht hier schon erlebt, wir haben gerade eine Meditationsperiode oder eine Phase gehabt, die gerade besonders gut war, erkenntnisreich oder leicht, fast mystisch, und so eine, am liebsten genau wieder so eine, am liebsten genau wieder hier. So Vorstellungen, die dann entstehen. Oder sagen wir in den Ferien, irgendwo am Mittelmeer, einen Geköche schmeckt köstlich, wunderbar. Wir schauen, wie das Rezept ist, nehmen das mit nach Hause, kochen es zu Hause. Die Vorstellung, das will ich wieder hinkriegen, und irgendwie ist es dann nicht mehr ganz so genau wie da am Meer, wo wir das gekocht haben. Vorstellungen oder auch, wo wir uns täuschen können. Weisheit kann das durchschauen. Und sie ist auch im Einklang mit den vielen Bedingungen, die unser Erleben auch entstehen lassen. Es gibt ganz viele Bedingungen, die machen, dass irgendetwas entstehen können. Und wenn die sich dauernd wandeln, dauernd in Änderung sind, das ist eben, wollte ich sagen, das ist das, was Katrin gestern Abend gesagt hat, das tiefe Verstehen von Vergänglichkeit. Das ist natürlich eben auch ein Aspekt von Weisheit. Und in dem Sinn wird gesagt, dass es eine rechte Sichtweise gibt im Buddhismus. Das ist quasi ein anderer Ausdruck für Weisheit. Und mit Recht ist gemeint, es ist besser, wenn wir sagen, eine wirklichkeitsgemäße Sichtweise. Also wenn wir im Einklang sind mit diesen Bedingungen der Wirklichkeit, eben, dass der Käse immer woanders ist, dass alles vergänglich ist und sich ändert, dann haben wir quasi wie eine wirklichkeitsgemäße Sichtweise. Doch eben, wir können uns täuschen, wo der Käse liegt. Oder eben auch wissen, wo und wann und wie wir ihn finden können. Oder wir können auch wissen, dass der Käse uns nie letztendliche Befriedigung geben wird. Auch das ist ein Aspekt von Weisheit, dass zum Beispiel auch das Gute und Schöne wieder vorbeigeht, dass das nicht letztendlich befriedigend ist. Also das sind alles auch Aspekte von Weisheit. Jetzt komme ich zum zweiten Teil, drei Wege, wie Weisheit entstehen kann. Und dabei werden wir auch ein bisschen mitkriegen, was Wahrheit im System von Buddha bedeutet oder auch eben, wie wir es praktizieren können. Und noch einmal zur Erinnerung, wir haben gehört, dass Weisheit ein Teil des dreifachen Trainings ist und dass es auch ein ethisches Verhalten und einen durch Meditation entwickelten, stabilen, ruhigen, offenen Geist braucht, um Weisheit entstehen zu lassen. Jetzt finde ich es sehr hilfreich, wie dieser burmesische Sayadaw Utechaniya drei Wege unterschieden hat, die auch in Buddhas Lehrreden vorkommen, quasi drei Wege, wie Weisheit entstehen kann.
Und diese drei Wege möchte ich jetzt näher beschreiben und sind quasi wie auch drei Zugänge oder drei Kanäle, wie wir zu tieferem, eben auch befreiendem Verstehen kommen können. Also Weisheit, oder wir können jetzt immer sagen, den Käse finden durch Hören und Lesen, Weisheit durch Ergründen und Erforschen und als drittes Weisheit durch direkte Erfahrung. Das möchte ich jetzt etwas vorstellen. Also zuerst Weisheit durch Hören und Lesen. Wenn ich mich, wie kürzlich geschehen, in einem Fitnesszentrum anmelde, brauche ich gewisse Informationen, um mich in diesem Gelände von Maschinen und Badeanlagen bewegen zu können und auch um zu wissen, wie diese Geräte zu bedienen sind. Dieses Wissen, das brauche ich, um eben das Training im Fitnesszentrum zu machen, meinen Körper zu entspannen, meinen Rücken zu stärken, für alle diese Möglichkeiten. Und dieser Punkt ist eben beim Meditieren ähnlich. Wir brauchen auch bestimmte Informationen, ein Wissen, wie wir zum Beispiel praktizieren und üben können. Also zum Beispiel kann eine Form vom Wissen sein, dass Meditieren in der Zeit des Buddha oder im Pali das Wort Bhavana war und dass Bhavana eigentlich entwickeln heißt oder bedeutet. Also es darum geht auch zu schulen, Herz und Geist mit Heilsamem zu schulen. Und dass es nicht darum geht, also Meditation eben Bhavana ist nicht, möglichst perfekt im Lotussitz da zu sitzen und keine Gedanken zu haben. Zum Beispiel, das ist ein Wissen, das uns dienlich sein kann. Oder, was wir hier auch immer mal wieder gehört haben, zu wissen, dass ein entspannter, ein empfangender und interessierter Geist, dass das eine wichtige Grundlage für Meditation und Verstehen ist. Und der Sinn, den es macht, diese Informationen auch zu haben, auch hier in der Meditation, dass wir es gut schulen können und auch uns viele Umwege ersparen können, dass wir unser Bemühen, dass wir nicht zu viel Bemühen zum Beispiel einsetzen oder auch nicht am falschen Ort einsetzen und so vielleicht auch die Freude an der Praxis verlieren, dass wir gut auch wissen, um was es geht. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Tiefen und Weiten von diesem Wissen. Wir können sagen, um mal grundlegend zu wissen, wie Passana-Praxis geübt wird, reichen Anleitungen in der Form, wie wir sie hier geben, vielleicht in den 2, 3 ersten Tagen. Also wenn man so diese Informationen hat, dann weiß man mal so fürs Erste, wie man praktizieren kann. Der Rest sind dann Verfeinerungen. Also für die, die neu sind, ihr habt schon mal einen rechten Teil von Informationen, mit denen ihr jetzt meditieren könnt, es kommen dann noch ein paar weitere dazu. Und für die Erfahreneren, das Wissen, die ihr kennt, das, was Vipassana-Praxis ist, das kann sich dann über Jahre und auch über Retreats verfeinern. Also zum Beispiel das Wissen, wie wir praktizieren müssen, damit wir eben auch möglichst entspannt dabei sein können. Das ist auch ein Wissen, das sich anreichen, verfeinern kann. Oder Dukkha, Leiden, ist ja etwas Wichtiges auch in der buddhistischen Lehre, das Verständnis dafür zum Beispiel auch mehr und mehr zu verfeinern. Dieser erste Zugang zu Weisheit, den können wir quasi nicht alleine machen, dazu brauchen wir andere Menschen, die uns Informationen weitergeben. Und diese Informationen, die gewinnen wir eben durch Hören von Meditationsanleitungen oder Vorträgen oder durch Lesen von Büchern und Texten. Und ich denke, es ist ganz wichtig, uns auch diese Aktivitäten vor Augen zu halten, dass die ein Element einer spirituellen Praxis sind. Dass wir wertschätzen können, was wir auf der Ebene von Hören und Lesen tun. Also was ihr jetzt gerade tut, ihr hört auch einen Vortrag, ihr hört Informationen, was mit Weisheit gemeint ist. Und ihr hört das, obwohl es vielleicht jetzt angenehmer wäre, einen Spaziergang zu machen oder Deutschland-Frankreich anzuschauen. Oder ihr habt vielleicht auch Schmerzen, wenn ihr jetzt sitzt, ist nicht so angenehm. Also ihr nehmt das in Kauf, um immer Informationen auch zu kriegen. Auch ein theoretisches Wissen. Und es ist wichtig auch zu sehen, dieses Wissen kann uns auch helfen, auch gerade fixierte Vorstellungen, die wir uns sicher auch machen, was Meditation ist,
die zu relativieren und so auch unseren Blick zu weiten. Also das wäre mal ein Aspekt von Weisheit, ein vertieftes, aber auch mehr theoretisches Wissen durch Hören und Lesen. Das leitet jetzt auch über zu den nächsten Kanälen. Also eben, ich wollte sagen, das, wie wir üben können. Also das erfahren wir quasi, das hören wir, wie das üben können. Und jetzt kommt der nächste Kanal. Das ist das, wie wir dann das durch eigenes Erfahren, durch eigenes Ergründen eben auch machen. Und die zwei weiteren Kanäle, die sind das eigene Ergründen und Erforschen. Und das dritte, das direkte, unmittelbare Erfahren. Das ist etwas, also das Licht ist jetzt sehr schön, dass ich mich nicht täuschen lasse hier. Und dass ich gerne, oder es mir gut tut, wenn ich was trinke dazwischen, das hat, ist auch angereichertes Wissen jetzt inzwischen. Also jetzt der zweite Kanal, Weisheit durch Ergründen und Erforschen. Man kann eigentlich auch simpel sagen, das ist der Kanal, wo wir unseren eigenen, auch gesunden Menschenverstand brauchen. Also ein bisschen wie unsere eigene Optik, unsere eigene Sichtweise hineinbringen. Es selber überprüfen, auch selber zu verstehen, zu versuchen. So ein bisschen wie ich manchmal sage, gerne noch sage, den eigenen Kompass zu finden. Also wir müssen das wie alles auch selber herausfinden und für uns selber ergründen. Uns liegt auf der Hand, dass dieser Kanal sich öffnet, wenn Interesse und Neugier da sind, wenn vielleicht auch eine Absicht spürbar ist, doch wir wollen verstehen, wir wollen tiefer verstehen, wie wir ticken zum Beispiel. Und ich denke, man darf nicht unterschätzen die Wichtigkeit von dieser Qualität. Interesse und Neugier, das ist ein ganz wichtiger Zugangskanal. Und ergründen ist eben auch eine praktische Weisheitsebene. Wir erforschen Ursachen und Wirkungen. Wie viel Energie brauche ich zum Beispiel, um präsent zu sein? Welche innere Haltung gibt in meinem Schmerzempfinden allem mehr Raum zum Beispiel? Und eben das Erforschen, das ist eigentlich die wichtige Methode auch im Vipassana. Und das Erforschen ist einer von 7 Faktoren, die der Buddha aufgelistet hat, die dann zusammen im Zusammenspiel zum Erwachen führen. Hat also auch eine wichtige Rolle. Und das bedeutet, das Erforschen, dass wir in allen Sinneskanälen schauen, was geschieht. Also dazu gehören die Körperempfindungen, das Hören, das Sehen, das Schmecken, Riechen und eben auch Gedanken, Emotionen, das Geistige. Das ist quasi das Forschungsgebiet. Und jetzt, wie geschieht nun dieses Erforschen? Und vielleicht eben auch, was ist hilfreich und was können auch Tücken dabei sein? Also erstmal ist wichtig, dass es weniger ein denkerisches Erforschen ist, mehr ein direktes, unmittelbares Dabeisein. Das ist ganz wichtig. Und eben noch einmal, wir brauchen Interesse und Neugier. Das sind wichtige Qualitäten, die da sein müssen. Und dann, um dieses Interesse zu wecken, können auch Fragen sehr hilfreich sein. Fragen können nämlich da sein, nicht nur um beantwortet zu werden, sondern einfach mal um Interesse zu wecken, um unsere Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Also quasi Fragen können uns stimulieren, wo wir etwas ergründen oder mehr verstehen wollen. Und dabei ist eben ganz wichtig, also es war mir auch immer hilfreich, das besser zu verstehen, wichtig zu sehen, wie wir mit den Fragen umgehen sollen. Also zum Beispiel, dass wir dann so Fragen stellen und nicht sofort, wie wir das vielleicht gewohnt sind, gerade eine Antwort suchen, sondern dass wir warten. Denn wenn wir eine vorschnelle Begründung auf diese Antwort geben, dann ist die Gefahr oder ist die Möglichkeit groß, dass wir einfach das Gewohnte, schon x-mal Gedachte, einfach wiederkäuen. Stattdessen, das ist eben ganz wichtig mit so Fragen, wir sind entspannt, wir bleiben offen, wir spüren nach, welche Resonanz da ist, wie es sich anfühlt, welche Gedanken kommen. Diese Offenheit ist ganz wichtig. Jetzt eine typische Vipassana-Frage habe ich heute schon bei den Emotionen vorgeschlagen. Das ist die Frage, wie ist das, eben zum Beispiel, wie ist das, genervt zu sein?
Wie ist das, rundherum zufrieden zu sein? Wie ist das, ein urteilender Geist? Und auch hier geht es nicht um vorschnell Antworten zu finden, sondern einfach mal um ein Eintunen, ein Hineinspüren in die Erfahrung. Und wirklich uns öffnen und empfänglich zu sein. Wir können jetzt vielleicht gerade mal einen Moment mit dem Vortragen innehalten und jetzt einfach uns mal die Frage stellen, wie ist das jetzt gerade, den Vortrag zu hören? Das kann ein kleines Aha, so ist es, aha, da merke ich etwas, so fühlt es sich an oder das macht es gerade mit mir. Das kann schon sehr viel sein, wenn wir einfach das einmal auch wahrnehmen. Jetzt auch noch ein bisschen zu den Tücken dieser Forschens. Es gilt wachsam zu sein, wenn wir merken, dass wir zu intensiv fragen oder dass wir zu analytisch werden. Denn das Erforschen, das kann sich auch mit Verlangen mischen. Und das Verlangen, das trübt dann die Erfahrung und auch die Unmittelbarkeit. Also wenn ich etwas zum Beispiel zu fest verstehen will, also da zu viel Wille drin ist, dann ist das gut nachvollziehbar, das engt meinen Blick ein. Oder wenn ich etwas erwarte, Verlangen in dieser Form, und das kann auch sehr subtil sein, dass zum Beispiel durch das Erforschen, dass dann der Schmerz weggeht oder dass die Freude dann lange bleiben soll. Auch in diesem, wenn diese Erwartungen da sind, können wir wirklich den Zustand weniger gut auch erforschen. Und in dem Sinn eben passiert das Erforschen am besten in einem Klima, das entspannt, offen für alles und empfangen ist, ohne Erwartungen. Und natürlich auch mit einem kontinuierlichen Dransein. Das braucht es auch. Man kann auch sagen, dank dem Ergründen und Erforschen ist es auch möglich, dass ein Lernen stattfindet. Und dazu braucht es, und das finde ich noch gut, wie das Sayadaw Utechaniya darstellt, er sagt dem Collect Data, also Informationen, Infos sammeln. Also wir sammeln viele Informationen. Und das empfiehlt er unermüdlich, dass wir beim Praktizieren, auch natürlich dank der Hilfe unseres Gewahrseins, möglichst viele Informationen sammeln, um ganzheitlich zu erleben. Und das Sammeln von Infos, das bedeutet hier eben, dass wir offen sind, was in den Körperempfindungen geschieht, was beim Hören ist, beim Sehen, Riechen, Schmecken, Denken, Emotionen, in all diesen Sinneskanälen, dass wir so ganzheitlich offen sind. Und dass wir quasi im ganzen Feld unserer Sinne, inklusive Denken und Gefühle, dass wir da einfach Informationen sammeln. Weil normalerweise sind wir fokussiert, dass wir zum Beispiel nur auf Denken oder Konzepte oder eben auch Vorstellungen fokussiert sind. Und dann, weil wir nur beim Denken und etwas denkerisch oder mit der Vorstellung an etwas herangehen, nehmen wir zu wenig wahr, dass der Körper zum Beispiel auch da ist, die Körperverspannungen, die sich dabei zeigen, oder was wir hören, das ist dann wie nicht auf unserem Radar, weil wir zu fest auf Denken oder Konzepte fokussiert sind. Oder auch wenn wir in Fantasien sind, dann sind wir so fokussiert oder absorbiert und nehmen nicht wahr, was auch sonst noch dabei ist. Das heißt nicht, diese Fantasien nicht wahrzunehmen, aber uns zu öffnen, dass wir gleichzeitig auch noch anderes wahrnehmen können. Und das muss nicht immer alles gleichzeitig sein, das ist natürlich auch ein Prozess des Aufbaus und der Entwicklung, aber schon nur mal mit der Fantasie zu sein und gleichzeitig noch etwas im Körper wahrzunehmen oder wenn wir einen Putzjob haben, gleichzeitig noch die Körperempfindungen wahrzunehmen, das ist schon ein ganzheitlicheres Sammeln auch von Informationen. Weil wenn wir so ganzheitlicher wahrnehmen, können wir auch das bedingte Entstehen unserer zum Beispiel negativen Muster besser erkennen. Und wir können auch besser und weiser entscheiden, weil wir einfach umfassender auf dem Laufenden sind. Also zum Beispiel, wenn wir mal annehmen, wir müssen etwas entscheiden. Dort könnte Infos sammeln bedeuten, wenn wir so in einem Entscheidungsprozess sind, Körper immer auch spüren, seine Signale empfangen, die Erinnerungen, die wir haben, erkennen als, das sind Gedanken. Wir merken auch, wie unser Gewahrsein ist dabei, wenn wir entscheiden,
eher eng oder eher weit gewährend, unsere Stimmung dabei wahrnehmen, zum Beispiel die Gereiztheit, die auch da ist, spüren die Ungeduld oder vielleicht auch, wenn wir so entscheiden, unseren Wunsch feststellen, wir möchten eigentlich eine hilfreiche Entscheidung finden, bis zu auch dann wertschätzen, dass dieser Wunsch da ist, dass eigentlich eine gute Motivation da ist. Also so wie ganzheitlich an einen Entscheid herangehen. Und so ist ein ganzheitliches Interesse, was wir in allen Sinneskanälen erleben und dabei auch verstehen können, wie diese Sinneskanäle zusammenspielen, das ist ein wichtiger Aspekt von Weisheit. Ich möchte nun mit einem Beispiel zeigen, was und wie wir im Vipassana noch einmal erforschen können. Und das an einem Beispiel, und zwar mit dem Identifizieren mit einem festen, stabilen Ich-Gefühl. Und ich beginne quasi wie, indem ich das vorstelle, auch mit dem ersten Weihnachtskanal, sondern Weisheitskanal, und zwar mit einer kurzen Information dazu. Also was ist damit gemeint? Identifizieren mit einem Ich-Gefühl. Da brauchen wir ein bisschen Informationen dazu. Also zuerst einmal, dass das ein Kernthema auch in der buddhistischen Lehre ist. Das wird Anatta genannt. Das ist das Nicht-Existieren eines unabhängigen Selbst. So wird das im südlichen Buddhismus genannt, eben als Anatta auch. Oder im tibetischen, da wird von Shunyata, von Leerheit gesprochen, mit kleinen Unterschieden. Also Anatta, das sagt, die Wirklichkeit des menschlichen Erlebens ist, dass es kein festes, unabhängiges, existierendes Ich oder Selbst gibt. Und das zu sehen, das ist quasi auch eine rechte Sichtweise oder ist ein Aspekt von Weisheit. Und quasi eben auch die Praxis der Meditation ist, unsere Sicht auf diese Wirklichkeit zu erforschen. Und eben ein Grund, warum das als Kernthema von der Buddha auch so entwickelt oder gelehrt wurde, ist, weil da eine grundlegende Ursache ist in unserer Sichtweise, wie wir das Leben sehen. Und wenn wir da ansetzen, dann kann sich auch unser Erleben grundlegend ändern. Ich habe das gerade vorher nochmal versucht, in der Käsesprache auszudrücken. Also wir meinen, wir können bestimmen, wo für uns der Käse liegt. Das ist das Gefühl von Ich. Ich kann sagen mit meinem festen Ich, wo der Käse liegt. Aber es gibt die Vergänglichkeit, es gibt die vielen wechselnden Bedingungen und die machen es unmöglich und lassen mir, diesem Ich, eigentlich keine Chance, das kontrollieren zu können. Obwohl ich die Vorstellung habe, ich kann machen, wie ich glücklich sein kann. Auf einer Ebene. Das schauen wir jetzt noch etwas genauer an und quasi wie wir das in der Vipassana-Praxis auch erforschen können. Und zuerst noch eine Art Vorbemerkung oder auch Vorwarnung. Also wir müssen uns bewusst machen, dieses Thema bei Anatta, da geht es wirklich um die Essenz. Das ist ein Dauerthema, auch auf dem buddhistischen Weg und für viele auch nicht das einfachste Thema. Und wenn wir das wirklich verstanden haben und in unser Leben integriert haben, sind wir befreit und verwirklicht wie Meister und Meisterinnen. Also die Erwartung, das jetzt gerade heute Abend verstehen zu können, die wäre ein bisschen zu hoch. Einfach, dass wir da uns klar sind. Und das heißt umgekehrt auch, wir können uns Zeit geben, wir können unsere Fehlverständnisse sehen. Es gehört dazu, dass wir auch etwas verwirrt sind. Zweifel ist auch wichtig, die können auch produktiv sein. Also all das gehört dazu, das ist ein Prozess auch des Erforschens. Und wir können auch bedenken, auch, und das ist dann wieder praktische Weisheit, die wir auch einsetzen, es ist nicht immer sinnvoll, dieses Thema zu erforschen. Also wenn wir zum Beispiel zeitweise, wenn wir uns zu fragil fühlen und eher einen Halt brauchen, in diesen Zeiten ist es besser nicht sinnvoll, tiefer zu forschen, wie es denn mit diesem Ich es auf sich zu hat. Das könnte uns zu stark verunsichern oder verwirren, dann macht es keinen Sinn oder ist einfach nicht hilfreich. Dann brauchen wir eher Sicherheit, Vertrauen, ein liebevolles gewährendes Gewahrsein. Ist diese Praxis, wäre das mehr angesagt, als jetzt über das Ich oder Nicht-Ich zu erforschen?
Also, dann schauen wir uns das mal genauer an. Wie wird das identifizieren mit einem unabhängigen Ich? Wie könnte das erforscht werden? Christina Feldmann ist eine Vipassana-Lehrerin, die das Gaia-Haus in England mitbegründet hat und jetzt auch eine leitende Lehrerin im amerikanischen Meditationszentrum im IMS ist. Und sie lehrt auch ein- bis zweimal im Jahr hier in Beatenberg. Und sie, finde ich, hat eben zwei gute Begriffe für mich dafür kreiert oder habe ich bei ihr gehört. Sie sagt, dem Prozess der Identifikation braucht sie das Wort Selfing. Also von Self, Selbst, Selfing. Und auf Deutsch ist das schwer zu übersetzen. Man könnte sagen, ein Verichen oder ein Selbsten. Aber Selfing tönt für mich tönt besser. Und es ist eben wichtig, dass es ein Verb ist, die Idee dahinter ist, dass es ein Verb ist und damit ausdrückt, dass Identifikation, also eigentlich identifizieren, dass das etwas ist, auch das wir machen, kreieren. Also dieses Gefühl von Ich, dass das in einem Prozess entsteht, dass wir das machen, dass wir das fixieren, dieses Ich-Gefühl und quasi so eben auch die Identifikation machen. Und man kann so sagen, das Ich-Gefühl, das entsteht in einem Prozess, wenn wir uns auf etwas fixieren oder, wenn wir uns auf etwas fixieren, das für uns im Moment unverrückbar und ganz fest erscheint. Also, dass wir ein Ding aus etwas machen, das eigentlich sehr ein dynamisches Geschehen ist, das veränderlich ist. Aber wir machen etwas Festes, es fühlt sich wie ewig unveränderlich an, dass wir so etwas Festes daraus machen. Und noch ein weiterer Begriff, der hilft noch besser zu verstehen. Christina Feldmann beschreibt dann dieses Selfing mit dem Wort, dass wir landen. Dass wir irgendwo, also müsst ihr euch vorstellen, da ist ein dynamischer Prozess, ein Fluss zum Beispiel von Erfahrungen und im Fluss ist nirgendwo etwas Festes und wir versuchen irgendwo im Fluss fest zu landen und da quasi wie einen sicheren Anker zu finden. Den könnten wir zwar am Boden finden, aber wir sind nur im Fluss. Und da im Fluss, wo alles dynamisch ist, da zu landen, das macht irgendwie nicht Sinn, aber das ist das quasi, was wir versuchen. Also wenn wir zum Beispiel in einem Prozess sind, der dynamisch sich entwickelt in etwas und dass wir da drin plötzlich sagen, genau, so bin ich, so war ich schon immer, dann machen wir irgendetwas fest in dieser Dynamik. Oder daran glaube ich für immer und ewig, so von der Qualität her, wenn wir so etwas fixieren. Oder so bin ich, das hat auch so was Festes. Ein gutes Beispiel sind natürlich Meinungen, dass die auch etwas ist, mit denen wir gerne sicher und fest landen. Das ist meine Meinung. Und es ist natürlich okay und überhaupt kein Problem, eine eigene Meinung zu haben. Der Punkt ist auch hier mehr zu wissen, dass es bloß eine Meinung ist, die wir vielleicht unterschiedlich vertreten, je nachdem mit wem wir zusammen sind, oder auch die wir anders vertreten, je nachdem, wenn wir fühlen. Also die ist nicht so fest, absolut, wie es vielleicht mal in einem Statement daherkommt. Zu Problemen führt es eben, das ist immer wieder der Punkt, wenn wir festhalten, wenn wir uns mit der Meinung identifizieren, das ist meine Meinung. Und das hat dann wie etwas Abgetrenntes, auch in einem Fluss von vielem, dass wir da etwas Festes zu suchen versuchen, dass wir da irgendwo landen wollen. Und das kann spannend sein, dieses Landen auch mal zum Beispiel körperlich zu spüren. Wenn wir merken, irgendwo hängt es ein und jetzt fixiert es. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich mich auf etwas fixiere oder etwas zu viel will, dann mein Blick ändert sich dann zum Beispiel, der wird dann starrer. Oder auch so im Kieferbereich ist bei mir spürbar, da will ich mich dann so ein bisschen wie festbeißen. Also der Körper kann ein gutes Signal sein, so dieses Verichen, dieses Selfing da mal besser nachzuspüren. Und auch geistig können wir dem nachgehen, ist das wahrnehmbar. Wenn wir zum Beispiel uns vorstellen, ein weites, offenes Gewahrsein und das wird eingeschränkt. Es wird enger,
fokussierter auf etwas, eben unsere Meinung oder unser Charakter. Wir können uns auch geistig einengen, fixieren. Als Beispiel, was mir dann auch hier in den Sinn kommt, ist ein zum Beispiel 5-jähriges Kind, das gerade mitten in einem Trotzanfall ist. Ich will ich. Da gibt es nur ich, nur dieser Blick, es gibt nichts anderes. Und wenn wir das von außen sehen, wie das Kind nicht sieht, dass es im Moment unrealistisch ist, oder vielleicht kann es so die Mutter umkriegen, kann auch sein, aber wenn es unrealistisch ist, das liegt jetzt nicht drin und das Kind ist so fixiert, das jetzt unbedingt zu wollen. Also da können wir vielleicht mal bei Kindern oder auch bei unserer eigenen Kindheit oder bei uns selbst auch noch als Erwachsene nachspüren, wie ist das, wenn ganz viel ich in uns drin ist. Und ich spreche eben auch gerne nicht von einem Ich in diesem Zusammenhang, sondern mehr von einem Ich-Gefühl. Weil das Gefühl hat auch etwas Flüssiges, das ändert sich, hat nicht so etwas Festes wie ein Ich, so das Ich als Wort. Also es ist auch flüchtig, bedingt entstanden und dieses Ich-Gefühl, das ist eben auch mit diesem so. Es entsteht bedingt. Manchmal fühlen wir stärker, ich bin so oder ich bin es oder ich beobachte oder zum Beispiel ich will etwas. Das kann so ein normales Bestreben sein, das klar ist, es ist jetzt sinnvoll etwas zu wollen. Das schließt nicht aus, dass wir das nicht mehr sollen, aber wenn sehr viel ich dabei ist, also das können wir mal ergründen, was das in der Erfahrung auch für einen Unterschied macht. Und es ist so, wir brauchen dieses Ich in diesem Leben, also zum Beispiel um zu bezeichnen, das bin ich und das bist du und das ist sie und das ist er, also auf dieser konventionellen Ebene macht das durchaus Sinn und ist überhaupt kein Problem. Ich muss auch jemandem sagen, wo ich wohne und nicht wo Fritz wohnt oder so, also von dem her geht jetzt nicht darum, nie mehr ich zu sagen, das ist nicht das Ziel, sondern zu spüren, wo wir uns damit identifizieren. Und jetzt in der Vipassana-Praxis können wir einfach mal auf die offensichtlichen Momente mehr achten. Also zum Beispiel mal schauen, wo wir, wenn wir so tagsüber unterwegs sind, plötzlich merken, da ist jetzt viel ich drin. Das kann sein, wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen oder wenn uns etwas nicht passt. Und da mal eine interessierte Haltung einnehmen, das mal spüren, wenn viel Ich-Gefühl da ist. Wie ist das, wenn ich mich so auf etwas fixiere? Zum Beispiel fragen, ist das nötig und sinnvoll? Braucht es das? Dem werden wir dann auch morgen in den Meditationen noch mehr nachgehen. Und ihr erinnert euch an die Käsegeschichte und den 4. Tunnel, so die Vorstellung, da muss der Käse liegen. Da landen wir mit unseren festen Vorstellungen. Und auch dem können wir nachspüren, wenn wir so etwas wie fix uns vorstellen. Zum Beispiel so, jetzt habe ich's, so ist es, das ist es. Oder so sollte das Treppenhaus geputzt werden. So sollten sich andere verhalten. Oder was ich auch noch gut finde, ein Ding aus etwas machen. Das kennen wir, wenn wir so ein riesen Zeugs aus etwas machen. Dann geht es auch darum, dass wir etwas fixieren wollen. Ein Ding aus dem Essen machen, ein Ding aus den Anleitungen machen, ein Ding aus dem Ort hier machen, ein Ding aus der Meditation machen. Da mal nachspüren, was das mit uns macht. Und das kann eigentlich, können wir sehr einfach halten. Einfach nur nachspüren und fixieren da ist, ein Landen bei etwas. Und mal zu spüren, wie das ist, wenn wir mit starkem so Ich-Gefühlen unterwegs sind. Und mal zu spüren, wenn fast nichts da ist oder gar nichts spürbar da ist, wie ist dann unsere Lebensqualität? Dem einfach mal nachspüren. Und es ist wichtig, dass diese Sichtweise, dass es nicht ein so unabhängiges Ich gibt, das so quasi klar kontrollieren kann, dass diese Sichtweise unsere Erfahrung nicht leugnet. Das heißt nicht, die Konsequenz ist nicht zu sagen, mich und meine Erfahrungen, die sind eigentlich gar nicht da, weil es ja kein Ich gibt. Also das wäre quasi wie eine falsche Schlussfolgerung. Und das lässt sich auch leicht beweisen. Also wenn wir nur bei unseren 6 Sinneskanälen
sehen, da ist eindeutig was spürbar. Und es gibt diese Geschichte vom, weiß nicht, japanischen oder chinesischen Meister, da hat jemand gesagt, ich habe die Leerheit erkannt, und dann hat er eins auf den Deckel gekriegt und gesagt, siehst du, du spürst immer noch etwas, es ist nichts mehr da, das ist noch da, aber es kann sich etwas anderes geändert haben. Aber es ist wichtig, unsere Erfahrungen, was da ist, das wird damit nicht geleugnet. Die Sichtweise ist mehr, wir sehen einfacher, was da ist. Also es ist einfach ein Gefühl von Ärger da, es ist einfach eine große Zufriedenheit da, ein ungeduldiger Geist, ein Kommen und Gehen. Und gleichzeitig sieht die rechte Sichtweise, aber da ist niemand zusätzlich da, der das alles kontrollieren kann, keine Ich-Zentrale, die das alles im Griff hat oder haben muss. Und wenn ein Ich da ist, dann ist das auch ein Gefühl, ein Gedanke, eine Konvention, und auch dieses Gefühl von Ich, das kommt und geht, ist mal stärker und schwächer. Und das ist die Sichtweise von einfach, es ist nicht mehr, aber auch nicht weniger. Der Körper wird gespült und gespürt. Gefühle sind offensichtlich da, Gedanken auch, eine gewisse Ermüdung bei mir auch. Und Ich-Gefühle zeigen sich mal stärker, mal schwächer, mal gar nicht. Aber die Erfahrungen, die sind immer noch da. Der Punkt ist, diese Illusion, die Vorstellung von einem Ich, ist, dass die nicht mehr da ist. Und dass damit auch eine Bürde weg sein kann, ich sollte alles kontrollieren können. Und es ist vielleicht auch vorstellbar, dass wenn diese Ich-Zentrale, diese Vorstellung nicht mehr da ist, dann löst sich auch etwas von einer zu starken Selbstzentrierung auf uns selbst auf. Jetzt Ajahn Chah, der drückt das so aus, du bist der, der diese Dinge erfährt. Das ist quasi das, was da ist, unsere Erfahrungen. Und er sagt, du bist nicht der, der sie besitzt. Nicht das kontrollierende, besitzende Ich. Das umschließt so beide Aspekte. Das war jetzt der zweite Weisheitskanal, das Selbst ergründen und erforschen. Und gegen Ende des Vortrags jetzt noch zum dritten Weisheitskanal. Und das ist Weisheit durch direkte Erfahrung. Die beiden bisherigen Zugänge zur Weisheit, die reichen nicht. Befreiende Erkenntnis braucht die direkte, unmittelbare Erfahrung. Befreiende Erkenntnis kann eine Folge des Erforschens sein, wie wir das vorher gesehen haben. Jedoch ganz wichtig, befreiende Erkenntnis kann nicht gedanklich oder analytisch fabriziert werden. Im dritten Zugang lassen wir das Erforschen oder auch das Verstehen wollen sein. Das heißt, hier müssen wir nichts versuchen, nichts erforschen. Und hier brauchen wir eigentlich sehr wenig in diesem dritten Zugang. Ein entspanntes und offenes Gewahrsein, ein Verweilen können und den Rest lassen wir entstehen. Das ist noch wichtig. Also das Erforschen, da ist immer noch ein Element des Machens, des Verstehens auch drin. Und in diesem dritten Kanal machen wir eigentlich nichts mehr. Einsicht durch direkte Erfahrung kann letztendlich nicht gemacht werden, sie geschieht einfach. Wir alle haben unsere emotionalen Themen, mit denen wir schon uns zur Genüge befasst haben, schon ganz viel versucht, viele Bewältigungsversuche gemacht haben, und diese emotionalen Themen, unser Thema, das haben wir immer noch. Und hier wäre quasi der Zugang in diesem dritten Kanal, nichts tun damit. Einfach sein damit. Das hat nochmal eine ganz andere Qualität. Und es ist eigentlich nur ein einziger Job, den wir hier haben, dass man sagen könnte, die Achtsamkeit, das Präsentsein, das brauchen wir dabei. Aber der Rest ist nichts tun. Einsichten, Erkenntnisse, die offenbaren sich uns, wenn die richtigen Bedingungen vorhanden sind. Und weil wir nicht von diesen unzähligen Bedingungen, weil wir die nicht alle kennen können, zeigen sich tiefere Einsichten noch gerne dort, wo wir es eigentlich gar nicht erwartet hätten. Und vielleicht kann man zum Zugang zwischen dem zweiten und dritten Weisheitskanal noch sagen,
Also wenn wir uns zum Beispiel das identifizieren mit den Ich-Gefühlen, wenn wir das nachhaltig erforschen, da immer mehr verstehen, dann schaffen wir wie so die Bedingungen, in denen tiefergehende, befreiendere Weisheit eher entstehen kann. Wir werden wie reifer für tiefere Einsichten, die uns von unseren Täuschungen befreien können. Und was noch wichtig ist, wir müssen uns eigentlich nicht darum sorgen, dass wir es verpassen, irgendeine Einsicht mitzukriegen. Und das erklärt Sayadaw Utechaniya, indem er Weisheit folgendermaßen definiert. Weisheit oder Erkenntnis ist da, wenn der Geist tief versteht und jetzt auch nicht vergisst. Also wenn wir mal etwas tief verstanden haben, dann werden wir das auch definitiv nicht vergessen. Einsichten, tiefere Einsichten, die prägen sich auch tiefer ein. Vielleicht noch ein paar Anzeichen, die da sein können von Einsichten, dass wir dann in Herz und Geist eine Klarheit haben, zum Beispiel. Es kann ein Gefühl sein, aha, jetzt verstehe ich etwas neu oder anders. Oder dass wir merken, so habe ich in meinem Leben noch nie gedacht oder so war diese Qualität von Erleben, das hatte ich in meinem Leben noch nie. Oder was auch dazu zugehört, innere heilsame Qualitäten, die werden dann verstärkt, die sind verstärkt da. Dann nicht dauerhaft, aber im Moment. Und vielleicht jetzt so gegen das ziemliche Ende des Vortrages, können wir mit der Aufmerksamkeit nochmal einen Moment nach innen gehen und vielleicht noch einen Moment liebevoll wahrnehmen, was haben alle diese Ausführungen, was haben die jetzt gerade mit mir gemacht? Wie fühle ich mich gerade jetzt? Verwirrt oder zweifelnd, angeregt, bestärkt? Wie ist gerade mein Zustand jetzt am Ende? Und um jetzt den Vortrag Abend abzuschließen, können wir uns vielleicht mit dem ersten Weisheitskanal sagen, wir haben mehr über Weisheit gehört, vielleicht Neues oder Altbekanntes. Wir lassen das Gehörte einsickern und wissen, für ein tieferes Wissen und Verstehen werden wir es noch unzählige Male hören müssen. Und im zweiten Weisheitskanal können wir uns sagen, das Identifizieren mit diesen Ich-Gefühlen, das könnte etwas sein, das wir morgen gut erforschen könnten. Ganz praktisch anhand von dem, was wir jetzt hier noch erleben. Und im dritten Weisheitskanal könnten wir uns sagen, wir brauchen zeitweise gar nichts zu tun. Wir brauchen nur entspannt und stetig gewahrt zu sein. Der Rest wird sich ergeben. Das heißt auch, wir können Vertrauen haben, in unsere Praxis, die wird sich entwickeln.